vergangenen Saison. Für alle unfassbar. Die Spieler, der Trainer, die Fans realisieren, es geht gegen den Abstieg. Doch die Werder-Anhänger zeigen wahre Größe. Selbst nach der 0:1-Niederlage in Leverkusen feiern die Fans ihr Team. Geschlossenheit statt Pfeifkonzert. Die Fans stehen bedingungslos hinter der Mannschaft. Ihr Motto, alle grün. Ich kann da im Namen der Mannschaft nur Danke sagen für diese positive Atmosphäre, die unsere Fans uns heute hier geboten haben. Ja, es war Wahnsinn, es war schon Gänsehaut. Man fühlt sich schon fast so wie ein Heimspiel. Man kann sehen, was Werder für super tolle Fans hat, und das glaube ich einmal. Fans fordern Fans auf, der Mannschaft zu zeigen, wir stehen hinter euch. Alle grün. Nahezu jeder Anhänger kommt in Vereinsfarben ins Stadion. Die Solidarität mit der Mannschaft, einzigartig. Zieht sich auch schon die ganze Woche. Egal, ob das in Fanforen ist, ob das in so sozialen Netzwerken ist, ja, sind alle Fans. Und man geht durch die Stadt und man kriegt Schulterklopfer. Das ist natürlich auch eine tolle Nummer, auch das nonstop über die gesamte Zeit letztendlich unterstützen. Das war, was unsere Fans geleistet haben, heute Großartig. Gemeinsam mit den Fans retten sich die Leben. Werder holt in den letzten beiden Heimspielen gegen Hoffenheim und Frankfurt die entscheidenden Punkte für den Klassenerhalt. Für dieses vorbildliche Fanverhalten bekommen die Anhänger von Werder Bremen den Sportbild Award 2013 für die beste Fanaktion. Vorsichtig. Zu dem Zeitpunkt, wo Sie diese Solidarisierung vorgenommen haben, wo wirklich diese ganz extreme Solidarisierung mit dem Verein, da gäbe es auch Momente und auch Fans, die gesagt haben, nee, jetzt gerade erst recht nicht. Warum haben Sie das getan? Weil wir nach dem Spiel in Leverkusen gemerkt haben, dass da eine wahnsinnige Euphorie entstehen kann. Und wir haben uns in einem kleinen Kreis zusammengesetzt und haben überlegt, was kann man machen, um diese Welle mitzunehmen, um den Verein zu unterstützen und auch zu zeigen, dass es nicht immer nur in Randalen enden muss oder in schaurigen Sprüchen. Und so kam dann die Idee, dass wir diese Aktion alle grün ins Leben rufen. Und Werder hat uns seinerseits auch sehr gut unterstützt. Danke nochmal dafür. Und auch die Mannschaft hat dann auch über Social Media dazu aufgerufen, diese Aktion zu unterstützen. Clemens Fritz, was ging in Ihnen davor, nach dieser Niederlage in Leverkusen, als es hieß, man will euch nochmal sehen, die Fans wollen euch nochmal sehen? Hat man da eher erstmal einen Schiss und geht da raus, oh Scheiße, jetzt gibt es aber hier erstmal einen Anschiss? Oder mit welchem Gefühl geht man da vor die Fans? Ja, ich denke, man kann sagen, mit gemischten Gefühlen. Es ist ja doch so, dass man lieber mit einem Sieg, mit 3 Punkten zu den Fans geht, sich dann auch bedankt. Und es war unglaublich, was die Bremer Fans da für einen Alarm gemacht haben. Der Trainer kam in die Kabine und hat gesagt, Jungs, die wollen euch nochmal sehen, geht raus. Und wir sind rausgegangen und man muss sich das mal vorstellen, wenn wir da in einer Phase, in der wir wirklich sehr, sehr schlechten Fußball gespielt haben, wurden wir so unterstützt. Und das ist eben auch nicht selbstverständlich. Und zwar auch für die Mannschaft oder eben der Mannschaft ein sehr, 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 sehr großes Thema. Jedenfalls eine ganz tolle Aktion. Nach dem Pokal aus jetzt letzte Woche, da hat man dann schon Enttäuschung auch bei den Fans gespürt, die auch deutlich gezeigt wurde. War man da enttäuscht, weil man im letzten Jahr auch so viel gegeben hatte für die Mannschaft und man hatte das Gefühl, da kommt jetzt nicht so viel zurück, oder wie haben Sie das erlebt? Nein, ich denke, es ist eine generelle Enttäuschung, wenn man im dritten Jahr in Folge in der ersten Pokalrunde ausscheidet. Das ist natürlich nicht schön. Und da hat man auch ein bisschen mehr erwartet. Gut, jetzt haben wir zum Glück gegen Braunschweig gewonnen. Ich glaube, das war auch für die Mannschaft ganz wichtig. Und wir hoffen alle, dass es so weitergeht. Sie sind Mittrainer. Der nächste. Die wichtigste Frage hier in der Stadt, Werder oder HSV, Herr Fritz, wer ist am Ende der Saison weiter unten? Dürfte auch die Werder-Fans sehr interessieren, die Antwort. Ja, ich hoffe doch Werder Bremen, das ist ja ganz klar. Ich denke, wenn man sich die letzten Jahre auch nochmal anschaut, dann ist uns das auch ganz gut gelungen. Und wir hatten ein paar Ausrutscher dabei und jetzt wollen wir auch den positiven Weg, den wir mal verlassen haben, wieder einschlagen. Wunderbar, wir danken Ihnen ganz herzlich. Tolle Fanaktion. Als Bremerin auf einer Hamburger Bühne gefeiert zu werden, ist natürlich auch einen Preis anzunehmen. Genau. Das also, wir haben einen richtigen Applaus für unsere Bremerin. Ja.